willkommen zurück auf meinem Kanal Claude Beauty. Mein Name ist Claude und heute steht ein Get Ready With Me für die Großkanzlei an. Ich arbeite heute im Homeoffice für die Großkanzlei. Und Leute, wisst ihr, was mir vorhin einfach klar geworden ist? Ich arbeite schon seit Oktober oder November letzten Jahres und wir haben jetzt April. So lange arbeite ich schon für die Großkanzlei, honey. It's crazy. Und eine Sache, die ich wirklich unglaublich schätze als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Großkanzlei, ist, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Denn das erlaubt nicht jede Großkanzlei und die Arbeitszeiten sind human. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne mal so ein 6-Monats-Update geben zu meiner Tätigkeit dort. Die Vor- und Nachteile nennen, erzählen, was ich so als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach dem ersten Staatsexamen in der Großkanzlei mache. Ja, ich weiß, viele werden fragen, in welcher Kanzlei ich arbeite, aber einfach aus Privatsphäregründen kommuniziere ich nicht, welche Kanzlei es genau ist. Ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, ja, ich arbeite für eine Kanzlei, in der ich halt im Kartellrecht tätig bin und ich arbeite für Köln und Frankfurt. Das ist aktuell nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, ich erzähle euch Dinge, aber ich habe einige Kapitel übersprungen. Deswegen seid ihr hier nicht so ganz up to date. Deswegen fange ich am besten mal bei Null an. Ich habe gar keinen Spiegel. Und zwar arbeite ich jetzt, wie gesagt, seit Oktober, ich glaube Mitte Oktober letzten Jahres für diese Großkanzlei. Und ich bin im Kartellrecht tätig. Der Grund, weshalb ich mich für die Kanzlei entschieden habe, obwohl ich damals von allen drei Kanzleien, mit denen ich ein Interview gehabt habe, eine Zusage bekommen habe. Und eine davon war auch so eine Magic Circle Kanzlei. Aber der Grund war einfach der Partner. Mir wurde so oft gesagt, dass deine Erfahrung in der Großkanzlei komplett abhängig von deinem Team und von deinem Partner ist. Und alle Partner waren super freundlich, auch die von den anderen Kanzleien. Aber der Partner in meiner Kanzlei, er war anders, er war moderner, er war offener, super menschlich und wie soll ich sagen? Das ist schwierig zu erklären, aber ich war da im Gespräch und schon im Gespräch wusste ich, ja, ich arbeite für diese Kanzlei. Der Partner ist mir so sympathisch. Ich glaube nicht, dass die Tätigkeit schrecklich wird, wenn ich so einen tollen Partner habe. Deswegen habe ich mich halt für diese Kanzlei entschieden. Ich bereue es nicht. Bin jetzt seit, wie gesagt, ein paar Monaten dort tätig. Und das Gute ist, dass mein Partner von Anfang an gesagt hat, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Er ist komplett flexibel. Was wichtig ist als Influencerin, weil ich manchmal auch irgendwie geschäftlich unterwegs bin und weg muss. Und wenn ich in so einer ultra-konservativen Kanzlei wäre, wo die halt null flexibel sind oder mir null Flexibilität bieten, dann wäre es auch, glaube ich, gar nicht machbar für mich, ne? Nicht wundern, wenn mein Gesicht jetzt weiß wird, wenn ich Sonnencreme auftrage und dann mein Primer, wird es ein wenig weiß, but I don't care. Das übergeschieht ja eher mit Make-up, ne? So who cares? Wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Tätigkeit in der Großkanzlei, die ich in einem Video beantworten soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Die Zeit kann ich mir absolut nehmen und auf alle eure Fragen eingehen. Lass ein Q&A-Video. Ich glaube, in meiner Story werde ich so ein Q&A-Dingens aufmachen. Dann könnt ihr mir all eure Fragen stellen und ich beantworte die dann in einem YouTube-Video. But yeah, heute Morgen war ich beim Sport. Ich muss sagen, Leute, ich bin seit Samstag hier jeden Tag zum Sport. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das heißt, 5 Tage nonstop Sport gemacht. Und der Grund ist, dass ich diese Woche sonst keine Zeit mehr habe. Ich bin bald wieder in Hamburg, also wieder geschäftlich weg. Und deswegen haben wir alle unsere Sessions so nah aneinander takten müssen, damit ich auf 3-mal die Woche Sport komme, weil das unser Mindestmaßstab ist oder unser Mindestrichtwert, damit ich auch effektiv, ja, abnehme. Aber nicht nur abnehme, das Ziel ist gerade nicht abnehmen. Das Ziel ist gerade, dass ich sportlicher werde, meine Ausdauer besser wird, ich wieder stärker werde und Sport nicht mehr so eine große Belastung für meinen Körper ist. Darum geht es gerade eigentlich eher. By the way, ich verwende gerade die House Labs Foundation. Ich liebe die. Die ist so unglaublich gut. Hält den ganzen Tag, hat eine schöne Deckkraft, also verdeckt auch so ein paar kleine Närbchen. Wobei ich offen und ehrlich sagen muss, ich habe eine gute Haut. Ich habe keine perfekte Haut, aber ich habe eine gute Haut. Ich habe trotzdem so ein paar kleine Pickelmale, Pigmentflecken und Narben und die werden dadurch wirklich komplett abgedeckt. Und ich muss da keine 4-5 Schichten auftragen. Und trotzdem fühle ich die Foundation nicht. Also die ist wirklich lightweight. Auch die Farbe ist super. Das Finish ist super. Foundation ist eine 10 von 10. Mit der von Pat McGrath definitiv meine Lieblingsfoundation.
Aber ja, ich war heute, wie gesagt, beim Sport und ich habe auch noch nichts gegessen, weil ich faste. Ich muss ja aktuell etwas mehr planen, weil ich ja auch noch meinen Führerschein mache und zwar in Express. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss die Theorie richtig schnell beenden und die Praxis geht auch nur 2 Wochen. Ich lag also da, habe meine Woche oder meinen Tag geplant und da plane ich auch meistens so, was ich essen werde, wie ich das mit dem Fitness organisiere und Doktorarbeit und Influencer-Dinger, die ich machen muss und Events. Whatever, like ich mache gerade wirklich 4 Sachen parallel. Als ich dann aber da saß und mein Essen geplant habe, Leute, wisst ihr, was mir so klar geworden ist? Das ist voll traurig, aber ich glaube, viele Frauen machen das durch. Mir ist einfach klar geworden, dass ich schon mein gesamtes Leben versuche abzunehmen. Und ich bin jetzt vulnerabel in diesem Thema. Bitte nehmt es nicht, um mich hinterher damit zu verletzen, okay? Weil ich weiß, einige lieben das dann zu kommentieren. Oh my gosh, look at you, bla bla bla, ich bin vulnerabel. Bitte sorgt nicht dafür, dass ich es hinterher bereue, weil ich öffentlich nicht über Abnehmen oder meinen Körper oder irgendwas spreche. Aber mir ist einfach klar geworden, dass ich mein gesamtes Leben versuche abzunehmen. Meine Lebensphasen lassen sich unterteilen in ich bin gerade in der Diät oder ich versuche gerade eine Diät zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also entweder bin ich gerade aktiv in der Diät und ich ziehe gerade durch. Oder ich bin gerade dabei, mental versuchen, wieder in diesen Mindset zu kommen, eine Diät durchzuführen. I'm never done. I'm never, ever, ever done. Und das hat mich schon irgendwo geschockt. Dann, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mich eingelesen bezüglich Wegovy und Ozempic und so. Keine Sorge, ich mache es nicht. Ich bin jemand, der natürlich abnehmen möchte. Das heißt nicht, dass ich jetzt die schäme, die das nehmen. Nein, aber einfach für meinen Körper, meine Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, ich werde natürlich und alleine abnehmen durch Ernährung, mehr trinken und mich mehr bewegen. Das ist das, was ich machen werde. Auch keine OPs oder nichts, sondern einfach nur auf dem herkömmlichen Wege. Aber als ich mich so bezüglich Abnehmdiät, ja, sei es Magenverkleinerung, ja, Honey, ich habe eine Magenverkleinerung recherchiert. Ich habe es aber nie wirklich ernsthaft in Betracht gezogen. Dann diese ganzen Abnehmspritzen. Da habe ich Kommentare gelesen und das war, glaube ich, so der springende Punkt oder der einzige Punkt, der mich hätte dazu bringen können, tatsächlich diese Spritzen in Betracht zu ziehen, ist, dass Leute meinten, dass die auch immer ihr Leben lang in diesem Zyklus waren, abnehmen oder kurz, also Diät oder auf eine Diät vorbereiten mental. Und sie noch nie in ihrem Leben, teilweise sind die Frauen 43 Jahre alt, 53 Jahre alt, in ihrem gesamten Leben hatten die noch nie eine Phase, in der sie einfach normal gelebt haben. Sondern das, wie soll ich sagen, das Erscheinungsbild, der Körper und Abnehmen war immer irgendwie im Fokus. By the way, ich verwende gerade meinen Lieblingsaugenbrauenstift, Precisely My Brow von Benefit in der Farbe 5. Wobei mir eigentlich 4,5 besser gefällt, aber ich habe die Farbe nicht mehr, die ist leer. Und wer weiß, was Food Noise ist, wird verstehen, wie heftig es ist, dass die Frauen gesagt haben, dass die es dank dieser Abnehmspritze nicht mehr haben. Das heißt, ihre Gedanken kreisen nicht die gesamte Zeit nur um Essen, Essen vermeiden, Diät, keine Diät durchführen, sondern es ist einfach, als ob diese Stimme komplett weg ist. Und das ist schon der Wahnsinn. Also das ist schon echt heftig. Und ich habe es aufgrund dessen in Betracht gezogen, weil da dachte ich mir, nee, mach's nicht. Nehm einfach normal ab. Deswegen mache ich es auch diesmal mit einem Personal Trainer. Ich habe früher trainiert, Krafttraining gemacht, ja. Mein Problem ist nicht Sport. Mein Problem ist, das alles andere zu bekämpfen. Und mein Personal Trainer ist eigentlich nicht wirklich da, um mir Übungen zu zeigen. Ich kenne die Übungen alle schon. Mein Personal Trainer ist da als mein Accountability Partner. Ein bezahlter Accountability Partner. Das ist das, was ich gerade oder was ich brauche. Erstmal. Ich habe jetzt so mit 4 Monaten erstmal gerechnet, dass der da ist und dann schaue ich. Wenn ich ihn länger brauche, dann nehme ich ihn gerne länger. Ich kann ja auch die Stunden reduzieren und weniger zu zahlen. Aber ich habe jetzt erstmal mit 4 Monaten gerechnet. Es ist auch so funny, dass ich einfach in der Lage bin, so private Dinge für mich mit euch zu kommunizieren. Das ist für mich tatsächlich gerade wie so ein Wellness-Check-In. So, hey Leute, KW22, so geht's mir. Das habe ich diese Woche durchgemacht. Und so fühle ich mich und das stört mich. Vielleicht sollte ich wirklich so ein Wellness-Check-In machen. Einmal im Monat so als Video oder jede Woche. Sagt mir gerne, ob ihr das cool findet als Format. So Get Ready With Me für die Kanzlei, für die Bib oder so. /
Wellness-Check-In. Ich glaube, ich bin so ein bisschen offener und auch in der Lage, gewisse Dinge mit euch anzusprechen, weil ich ja schon die Erfahrung habe. Aus dem ersten Video, da war ich ja super offen. Das kam halt gut an, ne? Es kam nicht nur gut an, sondern es kam halt nicht schlecht an, wenn ihr mich versteht. Ich habe den Raum bekommen, so offen zu sein und diese Themen anzusprechen. Und viele waren da und haben auch die Plattform genutzt und ihre eigene Erfahrung geteilt. Und das war wie so ein Wellness-Check-In, wie so, ja, eine Mental-Wohlfühl-Bubble. Seit dem letzten Video ist nichts passiert. Es ist absolut nichts passiert. Viele, auch in meinem privaten Kreis, haben das Video gesehen. Wie gesagt, ich spreche ja nicht immer so offen über meine Themen. Viele haben darauf reagiert, die besagten Freunde jetzt nicht, aber ich habe es mir auch nicht gewünscht. Ich hätte mir auch nicht gewünscht, dass die besagten Freunde darauf reagieren, denn ich hätte eh nicht geantwortet. Denn für mich ist die Entscheidung fest wie, ne, es ist klar wie Kloßbrühe. Ich möchte diese Menschen nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte auch nicht mit denen kommunizieren. Ich möchte auch kein Closure. Ich möchte nicht wissen, weshalb, wie, warum und du hast mir nein, ich will das gar nicht durchgehen. Ich möchte einfach mit meinem Leben weitermachen und ich habe mich dafür entschieden, diese Menschen aus meinem Leben zu verbannen. Fertig. Ende aus Mickey Mouse. Aber ich muss schon offen kommunizieren, dass, weil ich gerade noch so verletzt und vulnerabel bin, bin ich schon relativ isoliert, was Freunde angeht. Die Farbe ist nice, oder? Ich verwende von Made by Mitchell, die Curve Case. Ich habe die euch auf anderen Plattformen so oft gezeigt. Ich liebe die. Die gibt es in drei Farben. Light, Medium und Deep oder Dark. Ich habe hier gerade Dark. Ich mische es aber oft mit Medium. Und ich sage euch, Leute, es sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Einfach the Wahnsinn. Aktuell habe ich so zwei, drei Leute. Naja, zwei. Eher zwei als drei, wenn wir ehrlich sind. Mit denen spreche ich jeden Tag. Aber alle anderen, da bin ich so auf Distanz gegangen, Leute. Ich bin eh ein Skorpion. Das heißt, jemand, der nicht so schnell Vertrauen schenkt. Und jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Also jetzt ist es definitiv noch schlimmer als vorher. Zu allen anderen spreche ich schon so ab und zu. So, hey, hey, wie geht's? Lust auf einen Kaffee oder so. Aber ich bin jetzt definitiv, abgesehen vom YouTube-Video, verschlossener als vorher und teile weniger als zuvor. Oder mit weniger Menschen als zuvor tatsächlich. Es ist definitiv ein Schutzmechanismus, um sich nicht nochmal derart verletzen zu lassen, um nicht nochmal derart verletzt zu werden. Ob das positiv ist, werden wir mit der Zeit sehen. Aber wisst ihr, was mich auch geschockt hat in dem ganzen Hochzeitsding? Es gab auch Menschen, die habe ich falsch eingeordnet oder unterschätzt. Ja, klar, ich weiß schon, wer meine besten Freunde sind oder waren. Aber es gab Menschen, die für mich da waren, wo ich dachte, okay, wir sind vielleicht eher Bekanntschaften oder wir haben eher eine, ja, Beziehung auf Distanz. Aber die waren so für mich da, dass ich mich sogar schlecht gefühlt habe. Ich war so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Person jetzt so für mich da sein wird und versuchen wird, das, was zerstört ist, zu reparieren. But this is what happened. Was mache ich mit meinem restlichen Make-up? Ich habe jetzt so einen Peach Blush aufgetragen aus dem Magic Shaper von Catrice. Das ist, glaube ich, ne? Catrice. Ich will nichts Extremes, soll schon dezent sein. Ich glaube, ich mache ein bisschen Bronzer auf meine Augen. Das ist Mocha Mami von Fenty. Dann mache ich mir einfach einen dünnen Eyeliner. Und das war's. Dann mache ich... Ja, das reicht. Brauche ich nicht. Ich habe wirklich am gesamten Körper Muskelkater. Aber am schlimmsten ist der Rücken. Ich weiß nicht, warum es der Rücken ist. Ich habe sogar mehr oder stärkere Muskelkater am Rücken als an meinen Oberschenkeln. Mein Lieblingsstep ist einfach Concealer. Obwohl zwei. Concealer verblenden, der so schön eingetrocknet ist. Like, look at the finish. Oh! Oh, I love it so much. Concealer? Okay, drei. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Concealer verblenden, Cream Blush auftragen oder generell Blush und Lip Gloss auftragen. Den Schritt, den ich am wenigsten mag, ist tatsächlich meine Augenbrauen machen. Das nervt mich meistens. Und Mascara auftragen. Ich weiß nicht.
nicht so satisfying für mich. Aber so einen guten Concealer verblenden. It's giving luxury. Ich habe jetzt wirklich drei verschiedene Concealer aufgetragen, weil mir das vom Finish nicht genug war. Beziehungsweise ich hätte eigentlich den letzten länger antrocknen lassen müssen. Also nicht den, sondern den davor. Aber ich hatte keine Geduld. Und ich muss arbeiten. Ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten, okay? Ich zeige euch jetzt auch mein Lieblings-Setting-Puder of all freaking time. Für mich gibt es nichts Besseres als Baking-Puder, ne? Das Baking-Puder von Huda Beauty in der Farbe Blondie, like Slay. Slay! Slay, slay, slay. Ich liebe das so sehr. Mein Trick oder mein Tipp ist auch, dass du immer erst mit einer dünnen Schicht anfängst und den feuchten Concealer erst mit einer dünnen, ebenmäßigen Puderschicht settest. Niemals direkt mit dem Baking anfangen. Dann schaust du, ob alles gut sitzt. Nichts ist in diese Rillchen gelaufen oder in die Fältchen gelaufen. Alles sieht gut aus. Hast komplett die Feuchtigkeit entzogen. Und dann erst baken. Erstmal sette ich weiter. So. Und auch beim Baken, ich übertreibe nicht. Ich trage jetzt nicht so Unmengen Puder auf. Und ich lasse auch nicht zu lange einwirken. Schaut, das reicht mir schon zum Baken. Einige tragen Puder auf, denkst du denn, mein lieber Scholli? Das sieht aus wie Backpulver. It's a little bit too much, honey. It's a little bit too much. Und ich nutze das auch wirklich, um mein Gesicht so zu snatchen, wie ihr seht. Ich habe wirklich so Linien, die ich ziehe, um meine Augen so ein bisschen länger zu machen, schmaler zu machen. Und auch hier, um meine Wangen zu snatchen. Drunter nochmal. Okay, das ist mein Make-up-Tipp. Snatch your face with Huda Beauty. Okay. Love it. Jetzt kommen wir zum Eyeliner und ich verwende den von Charlotte Tilbury. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich einen teuren Eyeliner verwende, aber der ist einfach so gut. Der ist einfach so gut. Was soll ich denn machen? Look at this. Habt ihr es gesehen? 3 Sekunden und fertig. Peng. Geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell mit dem Eyeliner von Charlotte Tilbury. Aber ich bin spät dran. Ich muss echt anfangen zu arbeiten. Ich muss los. Welche Mascara? MAC. My favorite Mascara. Aber Leute, aktuell habe ich irgendwie voll das Bedürfnis, einen Roadtrip zu machen. Ich weiß, ich könnte jetzt mit x Personen verreisen und dann die Zweisamkeit genießen oder mit meiner Mutter wieder verreisen. Aber ich glaube, ich brauche gerade einfach einen Trip komplett für mich alleine. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas sage. Aber so eine Art Selbstfindungstrip. Oh mein Gott. Ich brauche einen Selbstfindungstrip. Oh mein Gott. Um einfach komplett abzuschalten. Wobei, es ist eine Lüge. It's a lie. It's a lie. I'm lying. She's a liar. I'm a liar. Ganz ehrlich, Leute. Urlaub als Content Creatorin ist eh kein Urlaub. Urlaub ist da, wo ich erst recht anfange, Content zu produzieren. Das heißt, ich werde nur so semi abschalten. Die restliche Zeit werde ich ja Content für euch produzieren, für alle anderen Plattformen. Aber trotzdem glaube ich, dass so ein Solo-Trip mir helfen wird. Einfach mal zu entspannen, über einige Dinge nachzudenken. Und nachdenken losgelöst von meinem regulären Alltag. Nochmal Situationen gedanklich durchzugehen, genug Zeit zu haben. Vielleicht Chats durchlesen. Okay, das vielleicht nicht, vielleicht gehe ich damit zu tief. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wird mir helfen, so ein Trip. Ich hatte überlegt, ich war ja letztens in Saudi und Saudi hat mir sehr gut gefallen. Ich kann als Frau, die alleine verreisen möchte, nicht jedes Land in Betracht ziehen. Denn einige Länder bedürfen einer männlichen Begleitung. Lass es mal so stehen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Daher denke ich aktuell vielleicht an sowas wie... Dubai ist so Dubai halt irgendwie. Ich möchte irgendwas anderes. Vielleicht Katar oder...
Ich weiß nicht, vielleicht Katar. Ich war ja auch in Doha. Ich überlege mir noch, wo ich hin möchte. Einfach irgendwas komplett anderes. Am liebsten nicht Europa. Weil ich einfach, weil alles so nah ist. Ich möchte irgendwo in die Ferne. Wenn ihr Vorschläge habt für einen Solo-Trip in ein sicheres Land für eine alleinreisende Frau, dann kommentiert gerne. Denn ich glaube, ich werde es wirklich machen in ein paar Monaten. Aktuell sitze ich noch am meine Führerscheinstory habe ich euch nie erzählt. Die Führerscheinstory. Warum habe ich mit 27 noch keinen Führerschein? Ich verwende meinen Blush von Trend It Up, Leute. Diese Blushes von Trend It Up sind High-End-Qualität. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie unglaublich gut die sind. Die zwei Farben, die ich habe, sind 080. Der erinnert mich an eine bessere Version von dem Dior Blush. Diesen pinken Blush, weil der stärker pigmentiert ist. Und diese Farbe 30 geht so in so einen Korall-Rosé-Ton. Den habe ich auch gerade hier aufgetragen. Aber warum habe ich noch keinen Führerschein? Ich weiß, es ist eine sehr, sehr interessante Frage. Tatsächlich war ich schon 2015, war das glaube ich, am Führerschein dran. Ich hatte alles gemacht, Theorie komplett durch, sehr schnell bestanden. Ich fand es halt super easy im Vergleich zu zum Abitur oder sowas, ne? Ich habe auch Fahrstunden gehabt, war schon durch. Ich hätte noch eine einzige Stunde gehabt vor der praktischen, Leute. Also so nah war ich dran. Ich habe schon angefangen, mir Autos rauszusuchen, die ich mir kaufen werde. Again, ich hatte noch eine einzige Fahrstunde vor der praktischen. Das wäre ein Tag gewesen vor der praktischen Führerscheinprüfung. Und dann ruft mich die Fahrschule an. Ich glaube, das war am Tag vor der letzten Stunde, also zwei Tage vor dem Führerschein. Ich glaube es. Schon ein bisschen länger her. Die rufen mich an und sagen mir, ja, oh mein Gott, es tut uns so leid. Wir haben gerade gesehen, dass ihre Papiere schon abgelaufen sind. Deswegen können sie gar keine Führerscheinprüfung machen. Sie müssen komplett bei Null anfangen. Leute, ich ziehe mich nicht aus der Verantwortung. Ich ziehe mich nicht aus der Verantwortung, Leute. Aber das zwei Tage vorher gesagt zu bekommen, dass man die Prüfung nicht machen kann, man sein Geld verschwendet hat und man jetzt komplett bei Null anfangen muss, das war doch echt heftig, ne? Das war ein Setback, wenn man das so nennen darf. Daher habe ich dann die Prüfung, wie gesagt, nicht machen können. Und bei Null anfangen heißt, ich hätte nochmal bei der Theorie anfangen müssen komplett. Ich hätte nochmal alle Theoriestunden machen müssen, dann die theoretische Prüfung, dann wieder fahren, weil ich habe schon wieder Sachen vergessen habe. Und dann kann ich erst in die praktische. Und ich hatte kein Geld. Also Butter bei der Fische. Ich war Studentin. Im ersten Semester oder keine Ahnung was. War ich schon Studentin? Ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass ich noch zu Hause gelebt habe. Ich hatte kein Geld. Also das war für mich so ein Schocker. Dann bin ich hinterher nach Köln gezogen, um zu studieren. Und ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Es hat mich so traumatisiert, dieses Erlebnis, dass ich das einfach nicht mehr gemacht habe. Und dann habe ich es auch irgendwie nicht gebraucht. Und jetzt so mit 27 habe ich mir gedacht, okay, girl, it's ridiculous. Es ist an der Zeit, das zu machen. Jetzt hast du das Geld, machst schnell so einen Quickie-Kurs, ne? Und hast deinen Führerschein in einem Monat und gut ist. Auch wenn ich kein Auto habe, habe ich wenigstens einen Führerschein. Das macht Sinn. Und deswegen mache ich jetzt erst so spät meinen Führerschein. Okay, ich habe jetzt gerade meinen Lip Liner aufgetragen. Das ist ein neuer Lip Liner von Catrice in der Farbe 170. Und Leute, ich liebe den. Der heißt Plumping Lip Liner. Es ist so schwierig in der Drogerie einen guten Lip Liner zu finden. Da bin ich über jeden guten braunen Lip Liner dankbar. Vor allem in dieser Preisklasse. Meine Lippenkombi ist, wie gesagt, dieser braune Lip Liner. Dann von Trend It Up Shine and Click Gloss in a Stick. Farbe, das rote Honey, I don't know welche Farbe. Und mein Lieblingslippenöl aus Drogerie von Essence, auch rot. Like, it's giving, be honest. Jetzt noch schnell die Haare machen. Ich muss hier nicht viel machen. Ich mache nur ein bisschen Schaum in die Haare von Pantene Pro V. Perfect Waves, nährende Mousse. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Irgendwie ist die Kamera schief, but well. Sorry, ich habe ja keine Zeit, ich bin spät. Ich habe so Muskelkater, ich kann nicht mehr aufstehen. Ey.
Hilfe! Oh Gott, das ist schlimm. Aber I am ready. Haare sind ready. Die Haare sehen so schön aus. Kann mir niemand was sagen. Es sieht wirklich einfach traumhaft schön aus. Ich ziehe mir jetzt ganz, ganz schnell was drüber und dann fange ich an zu arbeiten. Ich hoffe, das Get Ready With Me hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein wenig mehr über mich gelernt. Wenn ihr ein Q&A-Video haben wollt oder ich in Depth eingehen soll auf meine Tätigkeit in der Großkanzlei, schreibt es mir gerne, kommentiert gerne, stellt mir Fragen auf Instagram oder aber auch hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch lassen würdet, meinen Kanal abonniert und ich sage nur noch, bye Leute!